Ich habe keine Ahnung. Ich auch nicht. Hallo. Hi. Was gab es heute zum Mittagessen, Sascha? Bei mir gab es heute zuerst den Rest von meiner Tochter, Spaghetti geschnitten und Pommes. Und ansonsten habe ich ein leckeres Hühnchenfilet gegessen. Was macht ihr als erstes, wenn ihr aufs Hotelzimmer kommt? Erstmal aufs Bett legen. Sascha, welche Fantasiesprache würdest du gerne beherrschen? Wie viel? Na, am liebsten richtig viel. Welche? Welche? Gibt's da Fantasiesprachen? Ich weiß nicht, wie die heißen. Flipflops oder Laufschuhe, Nina? Laufschuhe auf jeden Fall, Leo. Sascha, wenn du groß wärst, wärst du? Wenn ich groß wäre, dann wäre ich, glaube ich, Duckwing Duck. Nina, aus welchem Lied stammt folgende Zeile? Und irgendwo zwischen Itzehoe und Idaho kommt noch einer mit Jason Derulo featuring Tiger Flow. Ja, das Lied kenne ich, aber wie das jetzt genau heißt, weiß ich nicht. Aber mir war auf jeden Fall bekannt, dass Itzehoe mein Heimatort drin vorkommt. Singer oder Songwriter, Sascha? Am liebsten beides. Nina, was ist dir peinlich? Fällt mir jetzt spontan gar nichts ein, aber ja. In welcher anderen Sportart würdest du glänzen, Sascha? Ich glaube, im Turnen wäre ich nicht ganz so schlecht. Aber das ist lange her. Jetzt ist ja mit zunehmendem Alter, wird auch die Gelenkigkeit nimmt ein bisschen ab. Ich glaube, da muss man vorsichtig sein. Nenne zwei Dinge, die Triathlon von Selbstzerstörung unterscheiden, Nina. Bringt auf jeden Fall mehr Spaß, würde ich sagen. Und ja, nach dem Triathlon ist man ja noch nicht, zumindest nicht langzeitig zerstört. Welchen Spitznamen würdest du gerne tragen, Sascha? Na, ich habe einen, der heißt Bene und der gefällt mir ganz gut. Und die ganz, ganz dicken Bros, die sagen Hoshi zu mir. Aber das ist eine längere Geschichte, wie ich zu dem gekommen bin. Nina, Frodeno oder Lange? Frodeno. In welchem Magazin würdest du gerne mal erscheinen, Nina? In irgendeiner Triathlon-Zeitschrift. Sascha, wie sehr vermisst ein Rodler den Winter? Eigentlich geht es immer viel zu schnell, dass er wiederkommt. Also so richtig ins Vermissen kommt man gar nicht, weil wir einfach unglaublich viel zu tun haben im Sommer. Und so ist es ja auch jetzt. Also wir sind ja quasi schon wieder auf dem Sprung. Was war heute unsere 8. Frage? Ich habe keine Ahnung. Ich auch nicht.